Wir freuen uns auf ein Spiel, das es in sich hat, auf ein Duell, über das im Vorfeld viel diskutiert wird. Gleich geht's endlich los, bleiben Sie dran. Wer wird sich heute durchsetzen? Gleich erfahren wir es. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns, dass Sie zu Hause dabei sind. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen Mainz 05. Auf dem Papier ist das hier eine tolle Partie. Beide wollen zeigen, was sie drauf haben. Ich freue mich auf dieses Spiel. Ball vertändelt, er geht raus. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Matthijs de Ligt spielt zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Leroy Sané steht mit Kingsley Coman auf dem Flügel. Und vorne werden sie es mit einem Stürmer versuchen. Der muss natürlich auch aus dem Mittelfeld unterstützt werden. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen Pfosten. Mainz am Ball. Das frühe Stören jetzt. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier... Das kann die Führung werden. Da passt der Klasse auf. Ecke wird ausgeführt von Sané. Sie haben geklärt. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen. So geht der FSV Mainz 05 in dieses Spiel. Diese Info zum Geschehen auf dem anderen Platz musste leider unterbrochen werden. Tor also für RB Leipzig. Sie gehen 1:0 in Führung. Gutes Tackling. Kimmich. Da haben die Bayern Platz. Ball geht an den langen Pfosten. Gehalten, stark gemacht. Da wären sie beinahe in Rückstand geraten, aber das war natürlich eine tolle Parade, eine wichtige Parade. Sie haben den Ball. Jetzt nochmal die Bayern. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Keine echte Torgefahr. Guter Einsatz, Ball ist weiter im Spiel, könnte gefährlich werden jetzt. Ball kommt gut nach hinten. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Und da kommt der Abschuss. Ein echtes Problem ist das dann am Ende nicht mehr. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Duxch. Die Bayern im Vorwärtsgang. Versucht's mit dem Lupfer. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Er passt gut auf und hat den Ball. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. So, damit war es das für die erste Hälfte. Die Bayern sind vorne. Es wurde ja viel darüber geredet. Ja.
Bayern München geht mit einem Torvorsprung in die zweite Spielhälfte. Der Ball rollt in diesem Moment wieder. Serge Gnabry von Radleimer. Da haben sie die Chance. Sie erhöhen auf zwei Tore. Wichtiges Tor, da hat er es geschafft. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Sie können den Ballbesitz hier nicht verteidigen. Konrad Leimer macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Es wird hier einen Wechsel geben. Ball kommt lang. Die Chance jetzt. Traumtor! Da zieht er einfach mal ab und dann passt das Ding auch noch. Unfassbar! Da ist die Lücke für einen Moment da. Das sieht er, erkennt das, hält drauf. Sehenswertes Tor. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Kimmich. Konrad Leimer. Gnabry. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Wir gehen ab ins Studio. Im Spiel von Union Berlin ist ein Tor gefallen. Wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Union Berlin. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 65 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Upamecano. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Coman. Konrad Leimer. Da kommt die Hereingabe. Da können Sie erstmal klären. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Er bekommt Hilfe. Er zieht vorbei. Jetzt sind sie am Ball. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Ecke für die Bayern. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ecke in die Mitte. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Da ist die Chance. Und der Ball kommt nicht durch. Er probiert's einfach mal. Gut, wie er den Ball abblockt. Da ist die Flanke. Aber dann verläuft dieser Angriff doch im Sande. Sie machen schon sehr früh Druck. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Duxch. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden.